Moin, es ist mal wieder Zeit für ein Holzhack-Video. Ihr habt es gelesen, dass der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, heißt der Vogel, gesagt hat, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Und da fragt man sich natürlich wirklich, in was für einer Situation, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben, dass allen Ernstes ein Mitglied der Bundesregierung die Gesellschaft, dieses Land auffordert, wieder kriegstüchtig zu werden. Erstens, das bei der Geschichte, da muss man überhaupt mal drauf kommen, sowas auszusprechen. Ich bin ein Linker, weil ich genau das nicht will. Ich möchte keine kriegstüchtige Gesellschaft. Ich möchte eine Gesellschaft des Friedens, wo die Leute miteinander vernünftig reden, wo es diplomatische Lösungen gibt und wo wir eben keine Militarisierung der Gesellschaft machen. Das halte ich für krank und pervers. So, und was natürlich auch noch dazu gehört, ist, dass wir eine völlige Verrohung des Diskurses in diesem Land haben. Das, was 2016 die Nazis von der AfD erzählt haben, das erzählen mittlerweile SPD, FDP, die AfD ist noch schlimmer, rechts neben der AfD kommt bald nur noch die SA. Und da fragst du dich natürlich wirklich, wo sind wir eigentlich hier hingekommen? Jeden Tag ein neuer Vorschlag, wie man Geflüchtete drangsalieren kann. Und die Probleme der Kommunen, die sind real, die haben aber nichts mit den Flüchtlingen in erster Linie zu tun, sondern damit, dass seit Jahren die Kommunen kaputt gespart werden, dass es dort keine Investitionen gibt, dass der Bund zu wenig Kohle gibt, dass es keine Entschuldung der Kommunen gibt. Und das ist wirklich was, wo du nur noch Holzhacken gehen kannst, weil du hältst das ja nicht mehr aus, wie man so viele Bosartigkeiten, Gemeinheiten jeden Tag raushauen kann. Und dann wundert man sich, wenn das Ganze in Gewalt umschlägt. Und deswegen ist es eigentlich doch nur aufgrund von dieser Situation so dringend, dass es eine starke Linke gibt. Und deswegen spalte ich Holz, aber bestimmt nicht die Partei.